jeder Löwe fängt mal klein an. Jeder Löwe fängt klein an. Was bedeutet das? Was will ich damit sagen? Ich will sagen, dass auch der mächtigste Löwe beeindruckend irgendwie mal als kleines Welpen begonnen hat. Schutzbedürftig, pflegebedürftig. Er brauchte Löweneltern, die sich um ihn gekümmert haben. Er brauchte Schutz, er brauchte Versorgung. Aber irgendwann hat er sich weiterentwickelt und letztlich wurde er zu einem mächtigen, ehrfurchteinflößenden Löwen. Das gilt auch im Geistlichen. Der Löwe ist da ein Bild für mich. Wir sollen Leute sein, die Reich Gottes bauen, die vorwärts gehen, die die Dinge Gottes tun, die andere Menschen zum Herrn führen, die im Übernatürlichen vorangehen und so weiter. Aber das muss heranreifen. Wir fangen klein an. Das ist nicht auf einmal da, schon gar nicht instantmäßig. Das dauert seine Zeit. Und genau das ist das Problem. Wir wollen, dass es schnell geht. Wir wollen, dass es sofort funktioniert. Und dann dauert es und wir stehen in der Gefahr, dass wir es dran geben, dass wir es wegwerfen, dass wir es gering achten, dass wir sagen, ach, das war nichts. Meine Bitte an dich ist, fang einfach an mit dem jetzt, was du hast. Nutze die Möglichkeiten, die Kontakten, die Ressourcen, die du jetzt hast und tu etwas. Warte nicht auf irgendetwas, was irgendwann vielleicht nochmal kommen sollte, sondern beginne jetzt. Fang jetzt an mit dem, was der Herr dir jetzt gegeben hat. Fang jetzt an, für Kranke zu beten. Fang jetzt an, dein Zeugnis weiterzugeben. Fang jetzt an, Menschen über deinen Glauben zu erzählen. Fang jetzt an. Warte nicht auf irgendwann. Beginne jetzt. Klein, ganz klein. Es wird wachsen. Weißt du, die mächtigen Männer und Frauen Gottes haben genauso angefangen. Sie haben einfach begonnen und dann hat sich ihr Weg langsam entwickelt. Wie die Bibel sagt, ihre Tritte wurden zum Weg. Und das gilt auch für dich und mich. Wir sollen anfangen, losgehen und dann werden wir sehen, wie sich die Dinge entwickeln, wie der Herr Segen gibt und wie das wächst. Auch der große Afrika-Evangelist Reinhard Bonnke hat nur mit einer Handvoll Leute angefangen, zu denen er gespredigt hat. Er hat gesagt, es war schwierig, manchmal 2, 3, 4 Leute zusammenzubringen, die bereit waren, seiner Verkündigung zuzuhören. Aber er ist dran geblieben. Er hat nicht aufgegeben. Er hat gesagt, ich gehe weiter mit dem Herrn in das hinein, was er auf mein Herz gelegt hat. Und das gilt auch für dich. Geh weiter. Nutz die Möglichkeiten, die du jetzt hast. Vielleicht siehst du das als gering an. Macht nichts. Fang jetzt mit dem Kleinen an. Es wird wachsen. Jeder Löwe hat mal klein angefangen. Und in der Bibel lesen wir, von Jahwe kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden. Und er hat Gefallen an seinem Wege. Er muss erstmal auf den Weg gehen. Und es dauert eine Zeit lang, bis die Schritte immer fester werden. Genau, das ist das gleiche Bild. Oder im Psalm 18 können wir lesen, du schaffst Raum meinen Schritten unter mir. Und meine Knöchel haben nicht gewankt. Der Raum entsteht, wenn wir gehen. Wenn wir losgehen, werden wir sehen, ist alles da. Wenn wir losgehen, kommt es. Lass dich nicht zurückhalten. Bleib dran, geh weiter, halt fest. Lass dich nicht zurückhalten, sondern geh mit dem, was du jetzt hast. Beginne und du wirst sehen, es wird sich vor dir der Raum öffnen, es wird sich vor dir die Möglichkeiten öffnen, die Wege werden sich öffnen. Wenn du sitzen bleibst, passiert gar nichts. Wenn du nicht aktiv wirst, passiert gar nichts. Du musst dich in Bewegung setzen. Denn Gott hat wirklich mehr für dich.